Ja, mir persönlich geht es inzwischen wieder besser. Die Zeit, wo die Entscheidung bevorgestanden ist, war ziemlich harte für mich, vor allem auch mit dem Hintergrund, dass einfach die Jugendfußballfahrt 74 Jahre lang stattgefunden haben und wir waren jetzt so weit, dass wir es absagen. Im Team ist es dementsprechend. Es war hart, aber es ist inzwischen gut, dass die Entscheidung so ausgefallen ist. Die Kollegen waren sehr traurig, die schon vorbereitet haben, die schon in die Startlöcher gestanden sind. Und jetzt einfach man damit leben muss, dass in diesem Jahr 2020 es einfach völlig anders ist. Und in letzter Zeit waren die Rückmeldungen eher auch fragend, insofern, ob man mir die Strecke online stellen können. Dass man den Gedanken nachgehen kann oder dass sie manche einfach für sich alleine auf ein Stück Wallfahrtsweg machen, um ein bisschen Wallfahrtsfeeling zu haben. Wir werden auch auf unsere sozialen Medien Erinnerungen aus den vergangenen Wallfahrten mit Bildern posten, dass man einfach da ein bisschen eine Erinnerung dran hat, wie schön es schon war, was man schon alles erlebt hat. Die gewonnene Zeit ist natürlich relativ. Wir haben sehr viel wieder rückgängig machen müssen, weil natürlich schon sehr viel geplant war. Und ansonsten sind wir ganz stark am Umstrukturieren. Wir schauen, dass wir vieles digital jetzt machen, was auch mit Schwierigkeiten nur ein bisschen verbunden ist, aber inzwischen geht's. Wir haben was auf den Weg gebracht, dass man jetzt Maiandachten digital machen kann und man die Leute oder die Jugendlichen auffordern, dass sie uns einfach Gebete, Lieder zu Maria schicken und wir das dann zu einer Maiandacht zusammenbasteln, die man dann auf YouTube anschauen kann. Ich war diesmal tatsächlich nicht gedanklich auf Strick, weil ich die Strick noch nicht kenne. Ich war dieses Mal das erste Mal in Osterhofen gestartet und habe mich da schon ganz stark darauf gefreut, einfach auch diesen Weg einmal kennenzulernen und auch die Leute kennenzulernen auf der Osterhofener Strick. Aber natürlich sind wir irgendwo mit auf dem Weg, weil es schon komisch ist, zum Wissen, heute ist der 24. Eigentlich war man gerade schon wieder ein bisschen am Fuß weh haben, aber mei, so ist es, wie es ist. Man ist schon irgendwo in Gedanken mit dabei, was wäre. Und ich glaube, da sind wir in Gedanken mit ganz vielen Leuten, die schon viele, viele Jahre auch mitgehen bei der Wallfahrt, mit dabei und in Gedanken verbunden. Und das ist einfach das, was uns bleibt und das, was ja auch was wert ist. Ich glaube, dass es beides sein wird, sowohl eine klassische Jugendfußballfahrt als auch eine Jugendfußballfahrt, wo die Freude umso größer sein wird. Und dann lassen wir uns überraschen, wie viele sich auf dem Weg machen, wie viele ihre Sorgen mittragen, ihre Glücksgefühle mittragen, wie viele das zur Gottesmutter nach Altötting wallfahrten wollen.